Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Wir sind hier immer noch in der ultra spannenden Meisterschaft. 4 Punkte haben wir Vorsprung und ja, wir gucken mal, was uns jetzt für eine... Oh, Daisy's Cruiser, das ist eine geile Strecke. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das ist meine Lieblingsstrecke in diesem Spiel hier. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat die Strecke was. Es gab ja nochmal ein Remake. Ich meine, Mario Kart 7 wäre das gewesen. Das fand ich irgendwie langweilig, aber... Ach, die Strecke hier ist toll. Bis auf diesen Pool. Da kann man den Mario Kart 7 durchfahren, deswegen hat mich das gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich habe gerade noch überlegt, hä, da kann ich doch nicht durchfahren und schwupps war ich im Pool drin. Einfach mal ein bisschen abkühlen, naja. Okay, aber das holen wir wieder auf. Sogar relativ schnell, wie ich gerade sehe. Alles easy peasy lemon squeezy. Ja, hier kann man runterfahren und dann ist man hier in so einer Art Frachtraum, keine Ahnung. Also die Strecke hier finde ich wirklich extrem cool. Es gibt ja immer so Strecken, die... Remake besser sind, aber auch hier ähnlich wie bei Baby Park würde ich tatsächlich sagen, die gefällt mir hier besser. Aber ich habe Mario Kart 7 wegen dieser ganzen Cheater auch nicht so lange gespielt, muss ich dazu sagen. Könnte man eigentlich auch nochmal nachholen, vielleicht. Aber naja, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal. Gut. Ach ja, ich liebe diese Strecke. Die Musik. Aber irgendwie merke ich gerade, so ganz nach vorne komme ich ja irgendwie doch nicht, ne? So die ersten 2, 3, die hatte ich ja sofort. Aber jetzt... komme ich irgendwie gar nicht mehr nach vorne. Aber na, das Rennen ist ja noch eine Runde, von daher schauen wir einfach mal. Ja, Mario Kart Double Dash, interessanter Fact übrigens. Vielleicht habe ich deswegen auch ab und zu mal wieder Lust auf das Spiel. Das ist tatsächlich zusammen mit dem DS-Teil... Ja, wahrscheinlich ist der, habe ich den... Na, wobei, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe den DS-Teil und dieses Spiel hier von Mario Kart am wenigsten gespielt. Ich habe gerade überlegt, ob den hier weniger oder DS... Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Ja, warum habe ich diesen Teil nicht so oft, so häufig gespielt? Erstens, ich hatte früher kein GameCube und ich war damals in so einem, ja, ich sag mal, jugendlichen Alter, wo dann eher Nintendo wieder uncool wird. Ist ja wie mit Lego, dann erst ist es cool, dann ist es uncool, wenn man erwachsen wird, ist es wieder cool. Ja, keine Ahnung, es war irgendwie nicht so, die GameCube-Ära war jetzt nicht so meins damals zu dem Zeitpunkt. Aber... ja, mein Gott, das ist einfach so. Damals habe ich eher so PS2 gespielt, von daher weniger DS und weniger GameCube. Aber auch hier gewinne ich wieder. Also im Moment sieht es gut aus. Ich würde fast sagen, ich habe bisher mehr Punkte als im Durchschnitt, wenn ich sonst so einen Cup mache. Andererseits 6 Punkte Vorsprung, wenn ich halt einmal mega verkacke, dann sind die sofort weg. Das ist... leider Fakt. Okay, ja, hier, ich hatte es im letzten Part angesprochen. Eine Strecke, die ich leider überhaupt nicht kann. Durchaus Verkappungspotenzial. Ich weiß nicht warum, aber diese Strecke liegt mir einfach nicht. Vielleicht sind es die Kurven, vielleicht ist es dieser Kettenhund. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch Reptoiden oder die Illuminaten schuld. Ich weiß es nicht, aber ich kann diese Strecke einfach nicht. Aber ich glaube, es sind die Reptoiden, ja doch. Ich denke, die Reptoiden sind schuld. Ach ja, die guten alten Reptoiden. Immer diese Verschwörungstheorien. Das mit den Reptoiden und der inneren Erde, als ich das erste Mal gehört habe, diese Verschwörungstheorie, ich habe mich so schlapp gedacht. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Manche denken sich dann ja, schütteln den Kopf und denken sich, was für ein Spinner und hören nicht weiter hin. Aber ich finde das ja mega witzig, so Verschwörungstheorien. Ich gucke mir die ja gerne an, weil ich mich dann so... Ja, ich mache mir nicht so laut über die lustig und lache, aber ich guck die ja dann logischerweise meistens alleine dann irgendwie abends vom Rechner, wenn ich kurz vorm Schlafen gehen bin oder so. Ich finde es einfach mega interessant, wie diese Leute davon überzeugt sind, von diesen Theorien. Und die da so schwachsinnig sind, das ist, weiß ich nicht, irgendwie äußerst interessant. Von daher einen schönen Gruß an dieser Stelle an alle Reptoiden. Ja, gibt ja da mehrere irgendwie auch, dass die Nazis in Alaska sind, immer noch. Und ach, Chemtrails ist ja auch bekannt, alles totaler Schwachsinn. Aber das Internet ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil des Internets, dass so viele Leute eigentlich alles machen können. Wie ich jetzt hier auch dieses bescheuerte Video und ich könnte jetzt auch eine Verschwörungstheorie aufstellen, dass in Wirklichkeit, keine Ahnung, die Franzosen die Weltherrschaft erobern wollen, indem sie uns mit Baguette gedanklich beeinflussen. Und irgendjemand würde das dann glauben und ja, das ist so Leichtgläubigkeit im Internet. Leichtgläubigkeit, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr konzentrieren. Platz 3, ich glaube fast, besser wird das nicht, denn wir sind ja schon relativ kurz vor dem Ziel. Wir werden auf jeden Fall Punkte verlieren, weil Birdo und Wario, nennen wir sie Wordo,
Oh, Platz 4. Oh, fuck. Das ist... Scheiße. Oh Gott. Oh, nur Platz 3. Durch absoluten Zufall Platz 3. Stehen hier die Zeitabstände? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie viel schneller ich als Platz... 0, so schnell habe ich es jetzt nicht gesehen. 0,4 Sekunden oder so. Ja, und dann haben wir wieder Punkte verloren. Und sind jetzt nur noch 2 vor ihnen. Okay, es ist doch nicht Bowser's Castle, die letzte Strecke. Wahrscheinlich habe ich die mit Rainbow Road verwechselt. Aber egal. Hier haben wir auf jeden Fall Bowser's Castle. Die finde ich eigentlich auch ganz nett. In der GameCube-Version. Gab es hiervon schon mal ein Remake oder ein Remaster? Wie man das nennt? Ich weiß es gar nicht. Na gut, wir führen mit 2 Punkten. Das ist halt das, was ich meinte mit der Meisterschaft. Es wird auf jeden Fall... Na gut, ich will nicht sagen auf jeden Fall. Ich sag mal, es wird höchstwahrscheinlich bis zum letzten Part spannend bleiben. Weil wir gemario-kartet werden. Und das ist vielleicht auch das Interessante an diesem kurzen Projekt. Übrigens kann ich mir durchaus vorstellen, das Ganze irgendwann nochmal zu machen. Einfach, ja, dann nenne ich das irgendwie Meisterschaft 2019 und in 2 Jahren oder in einem Jahr oder so mache ich dann noch eine Meisterschaft. Ist nicht auszuschließen. Weil das macht mir eigentlich, also einmal im Jahr habe ich meistens immer Bock, Mario Kart Double Dash Meisterschaft zu zocken. Wäre doch vielleicht eigentlich eine ganz coole jährliche Tradition, oder? Wenn ich dran denke zumindest. Na gut. Wir sind auf Platz 3 und der erste ist meilenweit entfernt. Finde ich ja schon wieder faszinierend, wie Wado, also Birdo und Wario. Hä, was war das denn? Hier so einen krassen Vorsprung rausfahren können. Okay, Platz 1 ist RIP. Das heißt, sollten wir Platz 2 werden, haben wir gleich viele Punkte. Das finde ich doch nicht sehr gut. Aber na gut. Komme ich denn an die nochmal ran? Ich meine, wenn die einen Fahrfehler machen oder so eventuell, aber... Oh yeah, das war dumm. Ja, das ist auch so typisch alte Mario Kart Spiele, wenn man da noch irgendwo runtergefallen ist, man verliert halt mega viel Zeit. Nicht wie heute über Mario Kart 8, irgendwie 0,5 Sekunden oder so. Hier ist das noch bitter. Sehr bitter, Platz 6. Ach du Scheiße. Aber vielleicht für die Spannung auch gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt mal zurückliege in der Meisterschaft, dann muss ich ja einen Vorsprung aufholen. Also Stand jetzt verliere ich sehr, sehr, sehr viele Punkte. Belastend. Also vor dem letzten Rennen, wie gesagt, da muss ich einen Vorsprung von mindestens 4 Punkten haben, sonst habe ich Angst. Schaffe ich das überhaupt hier rüber? Ja. So, wir sind Platz 4, aber die beiden, die werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Eine Runde haben wir noch. Oh Gott. Wird der getroffen? Nee. Ja, ansonsten könnt ihr ja gerne auch mal unter das Video schreiben, was ihr so für Mario Kart Double Dash haltet oder... Ja, welches ist euer Lieblings-Mario Kart? Wie findet ihr diese grundsätzlich diese Idee der Meisterschaft in dem Spiel hier? Ich finde es eigentlich ganz cool. Macht mir Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist für Speedrunner vielleicht auch... Also aus Speedrunner-Sicht ist so eine Meisterschaftsfunktion auch gar nicht so schlecht. Weil da fährst du ja alle Strecken und wenn man jetzt so Mario Kart Wii Speedrun macht oder so, da fährt man ja auch alle Strecken, muss die irgendwie auswählen. Etc. Wobei, da gibt es auch, glaube ich, so eine ähnliche Funktion im... im Challenge-Modus oder im Versus-Modus. Aber ist auch egal. Ich finde auf jeden Fall diese Meisterschaft-Funktion irgendwie ganz witzig. Auch mit den zufälligen Strecken. Ich bin ja eh so ein Fan irgendwie von Zufall. Das mag ich irgendwie. Chaos. Aber na gut. Wir konnten hier den zweiten Platz noch irgendwie retten. Aber Platz 1, naja. Oh, wie viel schneller ich in der letzten Runde war. 57 Sekunden. Aber jetzt passiert das... Was ich eigentlich nicht will, wir sind punktgleich. Nach wie viel Rennen? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich glaube, 7 müssten es sein. Ich glaube, einen, also wir wollten immer 4 Rennen pro Part. Genau, nach 7 Rennen haben wir unentschieden. Und jetzt eine weitere Strecke, die ich... Ja, ich sag mal, früher mochte ich die nicht. Mittlerweile habe ich mich an die so ein bisschen gewöhnt. Auch wenn man so die Kartwahl so ein bisschen anpasst. Ich weiß, diese Kartwahl ist natürlich nicht die schnellste des Spiels. Zumindest schätze ich das. Aber ich weiß gar nicht, was man hier als möchte gern professioneller oder professioneller Spieler irgendwie auswählt, um möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Ich weiß es doch nicht. Ich will doch hier nur meinen Spaß haben. Und ich mag Toadette und Toad. Von daher nehmen wir die mal. Ja. Schauen wir mal. Oh je, aber wieso irgendwie fährt Wado, also ja,
Mario und Birdo irgendwie wieder so komisch. Eventuell kommen wir ja nochmal an die ran. Ach ja. Aber Double Dash ist auf jeden Fall schon... Also man kann nie genug Mario Karts in seinem Zuhause haben. Ich besitze das Spiel übrigens auch original. Falls ihr euch das fragt. Mit einer original GameCube Memory Card, in der alles freigeschaltet ist. Ach ja. Habe ich übrigens nicht selber gemacht, falls ihr euch fragt, weil ich ja eben gesagt habe, ich habe das Spiel nicht so häufig gespielt. Nee, ich habe mir im Internet ein Savegame runtergeladen. Das wir hier übrigens gerade auch verwenden, weil die Meisterschaft muss man sich auch erstmal freispielen. Wie man die freispielt, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, nie gemacht. Ich habe einfach als ekliger Mensch den Savegame runtergeladen. Und ja, wir zocken hier jetzt einfach. Und sind auf Platz 1. Was ich doch gut finde. Dann haben wir wenigstens einen Vorsprung vor dem nächsten Part von 2 Punkten. Wobei, ich sehe gerade, Wado sind ja nicht mehr in den Top 4 drin. Eventuell wird der Vorsprung... Das ist natürlich eine angenehme Situation. Wenn jetzt der PC patzen sollte, dann habe ich ja wahnsinnig viele Punkte Vorsprung. Das passiert hin und wieder mal in so einer Meisterschaft. Da ist der PC dann auf einmal ein Rennen 7. oder 8. und man weiß überhaupt nicht warum. Gut, für die Spannung wäre es jetzt nicht so schön, aber für mich und meine Nerven natürlich schon. Aber sie sind jetzt schon wieder auf Platz 3, von daher, naja. Mich erinnert das hier übrigens ein bisschen an Diddy Kong Racing, diese Strecke. Da gab es, glaube ich, auch so ein paar Dino-Strecken und all so viele Fans. Auch ein schönes Spiel. Können wir eigentlich auch mal spielen. Aber ich glaube, Rikus wollte das spielen. Vielleicht hat das zu diesem Zeitpunkt sogar schon gespielt und aufgenommen. Ja gut, das war der zweite Part. Wir haben gewonnen, haben wieder die Führung übernommen. Aber ihr seht, 2 Punkte, das geht ganz schnell. Es bleibt spannend. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Und ciao. Oh, es sind sogar 4 Punkte. Ciao.